Liebe Freunde, ist denn heute schon Weihnachten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Dennis und ich berichte seit Jahren über das GTA-Universum. Und nun stellt sich mir langsam die Frage, wann kommt denn endlich mal ein neuer Ableger? Ich meine, GTA 5 ist ein tolles Spiel. Wir haben es alle jetzt über Jahre, 5, 6 Jahre lang erleben können. Und GTA Online bekommt immer noch Updates. Zum Beispiel habe ich erst heute ein neues Fahrzeug vorgestellt und muss sagen, Hammer! Super cool, kein Spiel wird so lange supported wie zum Beispiel GTA Online. Aber ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich wünsche mir ein GTA 6. Und dann scrolle ich heute durch meine Twitter-Timeline und komme ohne Witz auf eine Fanseite zum Grand Theft Auto-Universum, die mir sagt, Moment, es sind drei mögliche Screenshots zu GTA 6 aufgetaucht, die von einem Reddit-User in das Forum, in das weltweit bekannte Forum gestellt wurden. Und dort sind anscheinend Sachen zu sehen, die uns bald erwarten. Man muss aber sagen, uiuiui, könnte natürlich auch Fake sein. Deswegen ist das Video jetzt nicht so, dass Rockstar Games irgendwie Screenshots veröffentlicht hat, sondern es sind Bilder, die von einem Nutzer in ein Forum gestellt wurden, ohne große Angaben. Er hat ein bisschen was dazu erzählt, aber sein Account wurde auch wieder gelöscht, so wie ich das verstanden habe. Also warum wurde der Account wieder gelöscht? Egal, wie dem auch sei, zeige ich euch jetzt mal die Website und auch die Screenshots und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr denkt, dass die real sind oder fake sind. Bevor wir das jedoch machen, eine kurze Information. Kürzlich gab es auch Gerüchte zu GTA 6, was ich euch in einem extra Video verlinkt habe, dass GTA 6 NY City spielen soll in den 80er Jahren, beziehungsweise in der Moderne und in der Vergangenheit. Aber diese Gerüchte haben sich nicht als wahr bestätigt, sondern waren Spekulationen, die im Keim erstickt wurden. Es gibt auch tagtäglich neue Gerüchte zu Bully 2, auch ein Rockstar Games Spiel. Da sind auch angebliche Screenshots aufgetaucht, jedoch war das dann letztendlich Fake, was dann auch zugegeben wurde. Ich bitte euch daher, diese Bilder mit äußerster Vorsicht zu genießen und wir achten ein bisschen auf die Details. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, da ich das schon seit Jahren mache, euch ein bisschen über GTA informiere, mache ich das in dem Fall auch. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, ob ihr meint, dass es real ist oder fake ist. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke und ein Däumchen nach oben, wenn ihr noch mehr GTA 6 News haben wollt, wenn es denn welche gibt. Dann gucken wir uns jetzt mal die Bilder an. Red Dead Base berichtet GTA 6 Rumor, 3 possible leaked images. Also drei Bilder, die aufgetaucht sind, die geleakt wurden. Also, es war, dass ein Reddit-User sich gedacht hat, komm, ich poste diese Bilder mal. Und danach, ne, wurde der Account wieder gelöscht, beziehungsweise der Thread mit den Bildern. Und die User, die die Bilder gesehen haben, haben die sicherheitshalber gespeichert, was natürlich für uns sehr, sehr gut ist und bieten uns jetzt die Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen. Ja, also könnte fake sein, aber wenn nicht, bedeutet das, dass GTA 6 auf jeden Fall näher an uns heran ist, als wir eigentlich wissen, liebe Freunde. Und das wäre natürlich wunderschön. Wir scrollen mal hier runter. Das sind die drei Bilder, die wir hier zu Gesicht bekommen. Beginnen wir mit dem ersten Screenshot. Sehen wir einen Flughafen. Ist jetzt nicht erkennbar, wo das Ganze spielen soll. Allerdings sehen wir Fly US, ja. Die Airline haben wir unter anderem in GTA 5 schon gesehen. Dann ein Head-Up-Display, hier unten das Radar. Und drei mögliche Icons, das dritte kann man nicht sehen, hier ist anscheinend sowas wie Ausdauer und das kann man ebenfalls nicht so gut erkennen, so wie hier ein Symbol. Und es ist ein Rahmen um das Radar, ja, ihr seht das hier, ich gehe ja gerade mit der Maus drum. Dann haben wir hier ein weiteres Flugzeug, welches wir auch aus GTA 5 kennen, zumindest die Lackierung. Und hier oben die verschiedenen Airline-Symbolen. Interessant ist auch das hier, was relativ unscharf ist. Das könnten auch von einer Entwicklerversion stammen, was ja logisch ist. Da steht zum Beispiel, die FPS-Anzahl können wir erkennen, dann ob es stabil läuft, ob ich weiß nicht, was hier steht. Also ist schwierig zu erkennen, was dann da letztendlich für Sachen stehen. Lightning On sehe ich nur hier, ja, das kann ich noch erkennen. Und 6,7%, vielleicht wie das gerade ist mit der Durchschnittstemperatur des Rechners, auf dem das Spiel läuft. Ich weiß nicht, dann haben wir hier noch ein paar kleine Fahrzeuge. Könnte aber auch ein gemoddeter GTA 5 Airport sein, ja. Hier ein weiteres Flugzeug, ein kleines. Und hier. Auf jeden Fall interessant. Gucken wir uns mal das nächste Bild an. Dieses Bild scheint anscheinend, aus dem Ladebildschirm zu stammen oder aus einer Cutscene. Wir sehen hier einen Polizeiwagen, ein älteres Modell mit 911 stehen hinten drauf. Sonst kann man nichts erkennen. Man kann nicht erkennen, aus welchem Staat das ist oder aus welcher Stadt. Also ne, bei GTA 5 haben wir ja immer den Staat San Andreas. Da haben wir ja auch hier ein Logo drauf oder das Los Santos Wappen. Aber hier sehen wir zum Beispiel gar nichts. Nur, dass es ein älteres Modell ist. Kommen wir zum letzten Bild. Es sind nur drei Screenshots angeblich. Und zwar haben wir um LT16 stehen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Eine Uhrzeit. Unten steht Night Dome. Ja. Und ein Hotel. Und im Hintergrund sehen wir noch Skylines. Und könnte das eventuell ein Protagonist aus GTA 5 oder beziehungsweise GTA 6 sein?
Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, sieht alles sehr angehaucht, passt jetzt eigentlich sogar zu den Gerüchten, dass das in einem älteren Setting stimmt, wenn wir nämlich den Polizeiwagen nochmal angucken und auch hier, ne, so eine Pilotenbrille und so weiter. Ist das Tommy Vercetti? I don't know. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich habe mir einfach gedacht, komm, nehme ich das Video mal spontan auf und nehme euch ein bisschen mit und zeige euch das. Die Screenshots wurden offiziell wieder entfernt aus dem Reddit, wie ich schon erklärt habe, und mehr Informationen gibt es davon auch nicht. Rockstar Games hat auch nichts bestätigt. Ja. Also müssen wir uns weiterhin gedulden, ob irgendwelche Informationen kommen werden. Wenn euch irgendwas noch aufgefallen ist, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Und das war ein kleines Update-Video zu GTA 6, wenn denn diese Bilder überhaupt auf das Spiel zutreffen. Vielleicht sind das auch irgendwelche Games oder Bilder, die gar nicht irgendwie angekündigt wurden und gar nichts mit GTA zu tun haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt und ob wir sagen, hey, wir haben jetzt die ersten Bilder zu GTA 6 gesehen, ja? Ich würde es auf jeden Fall feiern, aber Leaks muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, ja? Freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Checkt gerne jetzt die Endcard ab. Da ist das neueste GTA Online Auto für euch verlinkt und das neue Red Dead Online Update. Also wenn ihr die Videos euch gerne reinziehen möchtet. Und ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich habe jetzt einfach spontan ein Video aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Macht's gut, Leute. Und tschüss. Achso, die Quelle ist übrigens unter dem Video verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch die Bilder selber angucken könnt oder wollt, könnt ihr das gerne da tun. So, jetzt aber. Macht's gut.